So, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ich war jetzt über 5 Wochen weg, weil ich ja krank war wegen meiner Haut. Ich bin jetzt wieder back. Es ist zwar noch nicht ganz gut bei mir, aber ja. So, heute das Orakel Köln gegen Hamburg, das Auftaktspiel der Saison 24-25. Ja, also ich hoffe mal, dass Köln gewinnt, so 1-0 oder 2-1. So. Ich habe hier meine Überraschungskiste. Ich habe die mal ein bisschen anderes Format. Ich habe hier 6 Karten von jedem Team. Und 4 sind Spieler und einer ist ein Keeper. Wenn der Keeper gezogen wird, dann zählt natürlich das nächste Tor nicht. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Format. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und dann würde ich mal sagen, ziehe ich mal. Falls ihr noch irgendwie von meiner Haut was seht, guckt weg. Ist aber nicht mehr so schlimm wie vorher. So. Ich gucke auch nicht hin. So, wir haben Hamburger SV mit einem 1:0 für Hamburg. Also ich ziehe 5 Karten. So, ihr seht sie jetzt natürlich nicht. Das ist vielleicht so. Mal gucken. So. Nächste Karte. Wir haben Köln mit einem 1:1. So, noch 2 Karten. Wir haben hier nochmal Köln. Das ist das 2:1 für Kölle. So, und die letzte Karte entscheidet jetzt. Wir haben hier 2:2. Ja. Gut. 2:2 für Köln. So, jetzt habe ich es auch stehen. So, ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Also ich tippe, ich hoffe, dass Köln gewinnt. Ja. Dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Video und ciao.